Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst. Der schwere Massenunfall am Samstag auf der Autobahn M1 erschütterte das Land. Präsidentin Katalin Novak sprach den Verletzten ihr Mitgefühl aus und wünschte den Rettungskräften Durchhaltevermögen. Bei dem Unfall, der durch eine Staubwolke verursacht wurde, stießen 5 Lastwagen und 37 Autos zusammen. Die Rettungskräfte brachten 39 Menschen ins Krankenhaus, 19 Fahrzeuge brannten aus. Spätere Berichte ergaben, dass unter einem der ausgebrannten Autos eine Leiche gefunden wurde. Erst am frühen Sonntagmorgen konnte die Strecke wieder freigegeben werden. Am Sonntagabend kam es auf der Hauptstraße 4 bei Monor zu einem schweren Unfall, bei dem 3 Autos zusammenstießen. Nach Angaben der Polizei wurden mehrere Personen schwer verletzt und eine Person starb bei dem Unfall. Der Verkehr wurde für mehrere Stunden umgeleitet. Die Umstände des Unfalls werden noch untersucht. Am Sonntag geriet in Dobosch eine Blechhütte in Brand. Während der Löscharbeiten fand die Feuerwehr 2 Leichen, teilte die Katastrophenschutzbehörde auf ihrer Webseite mit. Den Angaben zufolge brannte das etwa 20 Quadratmeter große Gebäude vollständig ab. Die Feuerwehrleute verhinderten eine weitere Ausbreitung des Feuers und zogen auch eine Gasflasche aus dem Gebäude. Weitere Untersuchungen sind im Gang, um die Opfer des Brandes zu identifizieren. Die weltgrößte Tourismusmesse, die ITB, öffnete in der letzten Woche in Berlin für über 90.000 Fachbesucher die Tore. Mit dabei auch Ungarn mit einem Messestand. Dem Anschein nach wurden zahlreiche Luxusprodukte aus dem ungarischen Sektor dort präsentiert. Für viele Touristiker und Ungarn-Fans fehlte etwas die ungarische Herzlichkeit am Stand. Eher steril und weniger publikumsnah. So auch das mediale Interesse in Ungarn selbst. Kaum ein Medium berichtete über die Teilnahme Ungarns an der wichtigsten Tourismusmesse weltweit. Dabei hat Ungarn doch so viele Geschichten zu erzählen. Das Westend Fecht Grand Prix fand dieses Wochenende in der BOK Arena in Budapest statt. Aus insgesamt 279 Fechterinnen und Fechtern konnten sich 5 Ungarische in die Endrunden qualifizieren. Anna Kuhn wiederholte ihr Ergebnis vom letzten Jahr und gewann die Silbermedaille. Bei den Männern erreichte der Ungar David Notch das Viertelfinale und wurde 8. Die Vorbuchungen für das 4-tägige lange Osterwochenende sind im Vergleich zum Vorjahr um 17% gestiegen, teilte Salash.hu am Freitag auf der Grundlage eigener Daten mit. Sie fügten hinzu, dass einige beliebte Hotels für das lange Wochenende bereits ausgebucht sind, aber es gibt noch weitere freie Unterkünfte. 29% der Buchungen entfallen auf Apartments, 27% auf Hotels, 25% auf Gasthäuser, 14% auf Pensionen und 5% auf andere Arten von Unterkünften. Der Durchschnittspreis pro Person pro Nacht beträgt 11.540 Forint, was einem Anstieg von fast 19% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die Daten zeigen auch, dass Eger, Gyula, Hajdúszoboszló, Pécs und Nyíregyháza die beliebtesten Reiseziele der Ungarn in den Frühjahrsferien sind. Hévíz, Szeged, Salakaros, Sopron und Budapest sind ebenfalls unter den beliebtesten Reisezielen auf salash.hu. Eine der schönsten und einzigartigsten Schmalspurbahnen Ungarns befindet sich in Olmamelek, nur wenige Kilometer von Pécs entfernt. Leider wurde die bezaubernde kleine Bahn vor einem Jahr wegen eines veralteten Schienensystems stillgelegt. Aber im vergangenen Jahr hat die Regierung den Bahnhof und die Bahnstrecke mit einem Zuschuss von 340 Millionen Forint renoviert. Und die 122 Jahre alte kleine Bahn ist nun wieder in Betrieb. Die Bahn hat eine Länge von 6 Kilometern und ihre Bahnhöfe bieten eine Fülle von schönen Naturlandschaften und Wanderwegen. Der Budapester Flughafen hat kürzlich seine Follower auf Facebook über den Namen seines neuen Terminalparkplatzes abstimmen lassen. Die Abstimmung ergab, dass der neue Parkplatz City Break heißen wird. Das neue Parkhaus wird den bestehenden Parkplatz ersetzen, der an einem anderen Standort verlegt wird, den der Flughafen Budapest später bekannt geben wird. Ab dem 11. März verkehrt der Theisssee-Express wieder, vor allem zur Freude der Radfahrer. Der Zug zwischen Budapest und dem Theisssee verkehrt bis November und war auch im vergangenen Jahr bei Radfahrern sehr beliebt.
Die Radfahrer nutzten die MAF-Dienste nicht nur auf dieser Strecke, sondern auch landesweit. 2022 nutzten 1,2 Millionen Menschen die Fahrradzüge, was einem Anstieg von 18% gegenüber dem Jahr 2021 entspricht. Entsprechend der in den letzten Jahren stark gestiegenen Nachfrage bietet die Webseite des Bahnbetreibers eine Reihe von inländischen Fahrradtransportmöglichkeiten mit Empfehlungen und Beschreibungen, um die Reiseplanung zu erleichtern. Das Wetter in Ungarn. Am Montag wird die Sonne tagsüber vielerorts durch leichte Wolken gefiltert. Stellenweise kommen auch dichtere Wolken vor. Nennenswerte Niederschläge sind nicht zu erwarten. Allerdings kann es im Nordwesten und später im Nordosten zeitweise etwas nieseln. Am Nachmittag liegen die Höchstwerte zwischen 10 und 19 Grad, wobei die Höchstwerte im Nordosten niedriger sind. Der Wechselkurs liegt heute bei 381 Forint für 1 Euro Mittelkurs. Hallo Ungarn! Nachrichten, Infos und Tipps aus und über Ungarn hier kompakt zusammengefasst.